Audi A4 Touring Car von 2004. Bis 2003 hatte Audi nur an der DTM teilgenommen, indem die Firma ein privates Team mit ihrem TTR ausstattete. 2004 entschied sich Audi jedoch, seinen eigenen A4 als Werksteam in der DTM fahren zu lassen. Die neuen Regeln der Rennserie nach durften von diesem Jahr an nur noch Wagen mitfahren, die auf viertürigen Limousinen basierten. Außerdem waren nur V8-Motoren mit 4 Litern Hubraum zugelassen. Reifen und Bremsen waren auf einem einzigen Anbieter beschränkt. Hightech-Hilfssysteme wie ABS und Traktionskontrollen waren nicht erlaubt. Bei den Getrieben gab es nur eine Auswahl zwischen Systemen von X-Track oder Uland. Die DTM-Version des A4 erbte viele Komponenten des bewährten TTR. Elemente hingegen, die keine Regulierung unterlagen, wurden komplett neu entworfen. Der V8-Motor mit 338 kW wurde so weit wie möglich nach hinten versetzt, wie auch der Fahrersitz, um eine optimale Gewichtsverteilung zu gewährleisten. Zudem wurden so viele Renntechnologien wie möglich aus dem Audi R8 eingesetzt, der beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans eine dominante Rolle gespielt hatte. 6 A4 wurden vorbereitet und an 2 Teams ausgeliefert. Team Abt, Sportsline, die bis 2003 den TTR fuhren, schickten die Fahrer Christian Abt, Matthias Ekström, Tom Christensen und Martin Tomczyk ins Rennen. Team Joest, das gerade mit dem Audi R8 in Le Mans an den Start war, setzte Frank Bieler und Emmanuel Perrault als Fahrer ein. Nach einem Erprobungs- und Funktionstest Ende 2003 wurde der A4 in der ersten Runde der Saison 2004 Dritter und im dritten Rennen fuhr Matthias Ekström zum ersten Sieg in diesem Wagen. Die Erfolge setzten sich auch nach 2004 fort. Der Audi sicherte sich 2005 3 Siege in Folge. So, dann stürzen wir uns doch mal auf die Kurzvariante des Nürburgring, der Nürburgring Grand Prix Strecke und schauen uns an, wie dieses Auto so fährt. Also, was mir als erstes immer gleich aufgefallen ist bei dem Wagen, ist, dass er verdammt stabil ist. Und das ist schon auch die größte Stärke des Autos. Also dieses Auto, mit dem er unter anderem auch Ekström mal den DTM-Titel holte, ist sehr, sehr agil, lässt sich super einlenken. Man hat kaum Probleme mit Untersteuern oder Übersteuern. Also das ist sehr ausgewogen, das Fahrzeug. Und es macht wirklich sehr viel Spaß, dieses Auto zu fahren. Der Wagen hat von Anfang an relativ wenig Abtrieb eingestellt. Ich glaube, an der Vorderachse 200 und hinten ein bisschen mehr, 450. Man kann aber noch deutlich mehr Abtrieb dazu einstellen. Aber selbst ohne diese Einstellung in den Standardwerten hier ist der Wagen super, super stabil und agil. Und bei den Fahrwerkseinstellungen muss man sagen, der Wagen kommt auch gut über Curbs, was man nicht so unbedingt an solch einem Tourenwagen-Fahrzeug, nicht unbedingt an so einem Wagen bei so einem Fahrzeug erwartet. Also, es ist ein guter Allrounder, leider ist der Wagen nur hoch, bin ein bisschen zu weit rausgekommen. Der Wagen ist für Tourenwagenverhältnisse doch leider etwas zu langsam. Also die DTM-Wagen im GT sind jetzt ja nur noch so im Dreh 550, 560 LP. Damals waren die mal schneller, aber diese wurden jetzt insgesamt in der gesamten Gruppe generell etwas abgeschwächt im Vergleich zum Beispiel zu Super-GT-Fahrzeugen oder anderen Wagen. Kräfteverhältnismäßig in der Klasse der DTM-Autos ist der Audi A4 so im Mittelfeld. Es fehlt eben doch ein bisschen der Topspeed und es fehlt eben auch etwas an Beschleunigungskraft. Dafür ist der Wagen allerdings super stabil zu fahren. Ja, im Regen stört den Wagen so ein bisschen der etwas längere Radstand als die anderen DTM-Autos. Da kommt man doch gerne mal mit dem Heck quer. Man kann den Wagen auch noch auftunen, da wird das Heck dann auch sehr nervös. In den Standardwerten ist er aber sehr gut fahrbar. Wir fahren diese Runde nochmal zu Ende. Lenkung ist hier auch sehr direkt. Der Sound ist auch einigermaßen vertretbar, finde ich. Ist zwar noch ein alter Sound, also einer der älteren, aus den älteren Spielen, aber ist auf jeden Fall noch vernünftig anzuhören. Hier komme ich irgendwie generell immer ein bisschen zu weit raus.
Ja, kann ich jedem empfehlen, ist auch ein gutes Auto, ein gutes Rennauto für Anfänger, würde ich mal so vorschlagen. Ich glaube zwar, dass man mit dem eben halt erst in den unteren Klassen antreten sollte. Wenn man jetzt richtige Racecar-Rennen fahren will, dann ist es nicht unbedingt das schnellste Auto, aber auf jeden Fall stabil. Und wir schauen uns das Ganze jetzt auch nochmal in der Designansicht an. Ja, die Optik des Autos ist natürlich die der ja, Anfang, Mitte 2000 entworfenen DTM-Fahrzeuge, die glaube ich bis 2010 unterwegs waren. Das ist noch ein richtiger Tourenwagen und meiner Meinung nach sieht das Auto so aus, wie ein Tourenwagen aussehen sollte. Die neuen DTM-Autos sind ja mittlerweile eigentlich eher GT-Fahrzeuge. Ja, die ganzen Splitter und Spoiler, die an den Seiten dran sind, das ist natürlich schon ein gutes Zeichen für ein aerodynamisch ausgefeiltes Fahrzeug. Das ist nämlich auch der Audi so eins. Und das sieht man auch und das ja, projiziert er natürlich auch sofort nach außen. Der Flügel ist etwas kleiner gelungen, währenddessen das Auto insgesamt mit sehr vielen Sachen ausgestattet ist. Man sieht zum Beispiel die Auspuffrohre, die hier relativ weit vor den Hinterrädern das Auto verlassen. Außerdem ist die Front sehr, sehr flach, also flacher als bei einem normalen Audi A4. Es ist natürlich das Vorbild Audi A4, aber wirklich viel mit dem Audi A4 hat das Auto nicht mehr zu tun. Es ist eine komplette Eigenkonstruktion. Wir haben ja am Anfang gehört, dass der Motor sehr weit hinten liegt. Und auch hier solche Manöver hier, wo man eigentlich normalerweise locker abfliegt, kann man mit dem Wagen gut ausgleichen. Ja, ich kann euch leider keine Cockpit-Perspektive bieten. Es ist ein normaler Wagen, ein Standardfahrzeug. Und das ist sehr schade, weil bei so einem Wagen hätte ich mir schon eine gewünscht. Ansonsten ist der Wagen ja auch relativ schmal gehalten. Wir schauen uns mal an, wie schnell der Wagen ist auf Spa-Francorchamps. So, dann kommen wir nochmal zur Hotlap hier auf Spa-Francorchamps. Da wollen wir ja die Rennwagen so ein bisschen testen, die GT-Rennwagen. Dazu zähle ich einfach mal den Audi A4 mit dazu. Und wir fahren natürlich hier gegen den Lister Storm V12, der hier bisher als einziges anderes GT-Rennfahrzeug getestet worden ist. Hier den ersten Scheitelpunkt haben wir sehr gut erwischt. Der Wagen lässt sich hier in dieser ersten Kurve sehr gut platzieren. Jetzt geht es hier runter in Richtung Orange. Der Wagen ist natürlich der A4 vom Topspeed und vom Beschleunigen im Nachteil gegenüber dem Lister Storm. Der Lister Storm ist aber sehr, sehr schwer und dadurch auch etwas träger in den Kurven. Es ist also hier die Frage, wer am Ende schneller ist. Der wendige Wagen, der etwas weniger Speed hat, oder der Wagen, der viel Speed hat, dafür in den Kurven schlechter ist. Ja, die Orange haben wir gut erwischt, habt ihr gesehen. Dann geht es hier in diese nächsten Kurvenabschnitten, das Geschlänge hier. Und hier ist natürlich auch richtig früh einzulenken. Der Wagen hat permanent den richtigen Abtrieb auf der Vorderachse, sodass man immer gut um die Kurven durchkommt hier mit dem A4. Hier war mal einen Moment lang etwas mehr über die Vorderachse, aber das hat alles wunderbar geklappt. Auch hier Kurvenausgang bin ich etwas zu weit rausgekommen, aber es reicht noch aus, um den Wagen hier auf der Strecke zu halten. Die schnellen Abschnitte hier fährt man einfach nur super sauber rein, sehr, sehr locker. Der Wagen lässt sich genauso steuern, wie man das will, und da holt er jetzt eben übrigens auch die Zeit raus. 2 Minuten 24 ist die Zeit vom Storm. Bin gespannt, ob wir es schaffen, mit dem Audi die zu unterbieten. Hier in dieser S-Kurven-Sektion raus bis zum Curb. Hier habe ich ein bisschen sehr früh gebremst. Also man kann natürlich auch deutlich schneller hier fahren. So ist es nicht. Diese Kurve hier geht natürlich Vollgas mit dem Audi. Genau wie die jetzt kommenden Kurven. Alles hier relativ schnell. Ein bisschen mehr Beschleunigung wünscht man sich dann doch schon hin und wieder aus den Kurven raus. Aber ja, die rund 250, die man hier so erreichen kann auf diesem letzten Abschnitt, die sind dann eben so mittelmäßig, aber es reicht eben aus, auch für schnelle Runden. Letzte Schikane hier, Wagen nochmal etwas in die Schikane geworfen, sauber durchgekommen. Und wo bleibt die Uhr stehen? Sehen wir gleich in der Außenansicht, wenn wir wieder zurückgehen, und das ist nämlich eine schnellere Zeit als die des Lister Storms.
Und zwar deutlich. Eine 2.18.4 sind wir hier mit dem Audi gefahren. Der Lister also rund 5 Sekunden oder 6 Sekunden langsamer, ja 6,4, als der Audi. Und das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Also hier der Kurvenflitzer Audi A4 doch deutlich im Vorteil. Ja, das war wieder ein Car-Check für diese Woche. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Es freut mich sehr, dass dieses Format bei euch wirklich so gut angekommen ist. Und die Klickzahlen sind auch sehr gut, muss ich dazu sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr das sehen wollt, werde ich da auch öfters wieder welche machen. Wahrscheinlich jedes Wochenende. Hat sich ja mittlerweile ganz gut eingeführt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr noch irgendwelche speziellen Fahrzeuge mal sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.